Hallihallo, ihr kleine Shoppingfrösche. Ich war schon wieder bei DM. Ich habe es ja schon wieder angekündigt. Und zwar in einem Zustand, an dem ich wirklich nicht zurechnungsfähig war. Aber soweit ich der Meinung war, braucht mir wieder alles, ne? Ihr kennt das Spiel. Und zwar braucht mir Windeln. Und ich hatte ja noch einen Coupon von 20%. Deswegen gab es mal wieder DM-Windeln bei uns. Und ja, vieles mehr. Ich fange mal eben an, und zwar habe ich nochmal hier von Baby Love diese Trinklerntasse gekauft. Wir brauchen sie natürlich aktuell nicht mehr, allerdings trinkt meine Kleine abends immer Milch mit Schmelzflocken. Und ich hatte jetzt schon sämtliche Flaschen ausprobiert. Da musste ich oben immer den Sauger zuschneiden, weil das mit den Schmelzflocken irgendwie zu dickflüssig war oder da auch einfach zu wenig rauskommt. Das ist wirklich für die kleinen Babys. Ich hätte natürlich auch für 3 oder 4 Euro neue Aufsätze kaufen können. Habe aber dann einfach diese Flasche hier genommen, weil wir mit der sehr zufrieden sind. Also sie trinkt da die Milch mit Schmelzflocken draus und es klappt wunderbar. Sie kann die gut anfassen. Sie ist günstig und läuft eben nicht aus. Das ist nämlich das Problem, wenn man in den anderen Flaschen nachher den Aufsatz ein bisschen einschneidet, so wie ich es gemacht habe. Wenn die dann da im Bett rumfliegt und umkippt, dann läuft die ganze Milch da aus. Und das hat mich so genervt, deswegen habe ich jetzt noch eine zweite davon mitgenommen, weil es mit der einfach am besten klappt. So, genug gerechtfertigt, ne? ja, dann habe ich der Kleinen mal wieder eine neue Zahnbürste mitgenommen. Das ist jetzt ultra soft, kleiner Bürstenkopf. So klein finde ich den tatsächlich gar nicht, aber da stand von 0 bis 6 Jahren von Conny. Ah, hier auch mit so Probern dran. Ja, ich war mir total unsicher, welche Stärke man dann nimmt und so. Deswegen habe ich einfach die genommen, wo ab 0 Jahre stand. Wobei ich die doch recht groß finde. Ich werde sie austesten. Mal schauen. Ja. Dann gab es in der Limited Edition, würde ich behaupten, diese feuchten Allzwecktücher, die ich öfter habe, mit roten Mohn. Frag mich nicht, warum ich sie gekauft habe. Ich mag Mohn gar nicht so gerne riechen, aber irgendwie haben sie mich angesprochen. Und ich dachte, oh, Limited Edition, du kannst es nie wieder kaufen sonst. Ja, ich nutze sie tatsächlich sehr gerne, versuche sie nicht so häufig zu nutzen, aber so manchmal für Notfall sind die ganz praktisch. So, Leute, ich rieche jetzt mal überhaupt dran. Nicht, dass ich jetzt hier den letzten Schrott gekauft habe. Okay, tatsächlich finde ich die klassischen deutlich besser vom Geruch. Gut, das war halt so ein Kauf, den man hätte lassen können. Ne? Egal, machen wir weiter. Genau. Und zwar haben wir das schon. Ich habe der Kleinen nämlich noch eine zweite Version von diesem Babybesteck mitgenommen. Wir haben nämlich einmal die Plastikvariante und diese in hellrosa. Allerdings, und sie will aktuell nur von dieser Gabel essen. Jetzt war sie letztens im Geschirrspüler und er war an und sie ist völlig ausgerastet. Und dann dachte ich, ja, ein zweites Set würde nicht schaden. Das mal mitgenommen, fand ich auch ganz süß hier in Pink mit diesem Wal drauf. Ja, vom Design ganz süß und halten bisher auch super. Also bin eigentlich aktuell sehr begeistert davon. Deswegen, wie gesagt, zum Wechseln ein zweites Set. Dann ist mir mal wieder mein Oxypower leer gegangen. Hier der Multi-Flecken-Entferner. Gibt es auch für weiße Wäsche. Ich habe immer den für alles. Ich nutze ihn für alles. Ja, gegen hartnäckige Flecken. Also ich bin sehr begeistert davon. Geht eigentlich immer mit zur Babywäsche rein und entfernt auch einen Großteil der Flecken, muss ich ehrlich sagen. Vanish Oxy Action habe ich tatsächlich noch nicht probiert, weil, wie gesagt, mir reicht der hier von Denk mit. So, dann habe ich noch 2 Pakete Feuchttücher mitgenommen mit 99% Wasser wieder. Fällt mir gerade ein, ich mochte die von DM ja nicht. Habe ich euch gefühlt in 3 Aufgebraucht-Videos erzählt. Jetzt fällt es mir ein, wo ich sie in der Hand habe. Gut. Jetzt haben wir nochmal 2 Pakete, dann gehen die vielleicht in die Kita, können die sich damit rumschlagen. Ohala, naja, gut. Dann habe ich ganz normale Tampons mitgenommen. Normal. Dann habe ich, für meinen Diffuser, ja, ich brauchte wieder neue Düfte. Und zwar von Airwick habe ich hier entspannende Lavendel. Ja, zum Relaxen. Bis zu 45 Tagen. Ja, meiner ist schon wieder leer. Und es riecht echt gut. Und gar nicht so stark nach diesem klassischen Lavendel. Ich finde, es riecht einfach gut.
Ja, anders kann ich nicht beschreiben. Ist übrigens neu, steht da. Hatte ich auch vorher nicht. Ich weiß gar nicht, welches ich vorher hatte. Auf jeden Fall gab es das nicht. Deswegen testen wir doch dieses hier. Dann hatte ich was mitgenommen, was ich eigentlich an euch verlosen wollte. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das jetzt zeigen soll, weil die Verlosung kommt ja noch. Und nee, das wird eine Überraschung. Ich mache einmal so. Das kommt in die Verlosung, die ich in nächster Zeit durchführen werde. Für die 700 Abonnenten. So, machen wir ganz normal weiter. Und zwar gab es noch zwei Veggies. Ich versuche jetzt immer Freche Freunde zu kaufen, damit ich mir auch so eine Tüte machen kann. Leider gibt es bei Freche Freunde fast kein Quetschi ohne Apfel. Deswegen habe ich immer hier Erdbeer und Himbeer in Joghurt. Den mag die Kleine leider gar nicht so gerne. Aber der muss jetzt getrunken werden. Und dann habe ich noch einen von Fruchtbar mitgenommen. Und zwar wieder Heidelbeer-Banane mit Reis. Den liebt sie übrigens. Ja. So, kommen wir zur letzten Sache. Und zwar habe ich zum ersten Mal jetzt von Profissimo den Raumduft wollte ich ausprobieren. Tatsächlich hatte ich ja in der Küche den von Epuro gekauft, war richtig begeistert von dem. Hatte nochmal im Sale geguckt, da waren nur diese ja, Düfte, die ich nicht so gerne mochte. Und dann habe ich mal geguckt, was die kosten. 5 Euro so ein Ding. Und dann dachte ich, wenn das nur eine Woche hält, zahle ich doch nicht für meinen Küchengeruch 20 Euro im Monat. Da dachte ich so, ne. Nee. Deswegen probieren wir jetzt mal das von Profissimo, von der DM Eigenmarke aus. Das ist auch deutlich größer, hier das Fläschchen. Ich werde das vielleicht trotzdem in den anderen, in das andere Flakon einkippen, falls das möglich ist, so wie es hier sieht, steht. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Naja, obwohl das ist jetzt ja nun auch nicht hässlich. Wie gesagt, ich probiere es einfach mal aus. Von den Düften war ich übrigens nicht so begeistert. Da gab es zwar ein paar Düfte, aber die waren alle so ziemlich krass. Also ich habe jetzt Beerentraum genommen. Es ist halt sehr beerig auch, tatsächlich. Aber ich dachte, für die Küche ist es noch okay. Mal schauen. Also ich muss sagen, also jetzt, wo ich den direkten Vergleich habe, fand ich wirklich die von DM, muss ich leider sagen, deutlich künstlicher. Und die von Epuro mehr frisch, mehr Parfum-like. Also das, was ich eher mag. Aber ich gebe ihm eine Chance. Und ich denke, der wird auf jeden Fall länger halten. So. Da ist das Tütchen auch schon leer. Es ist diesmal kein großer Haul, aber trotzdem teuer. Macht mir nichts. Und ja, das war's von mir. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Verlinke euch hier noch meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr gerne abonnieren. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.